Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es einen, ich würde mal sagen, also für mich ist es ein XL-Haul, also ein XL-TM-Haul. Also wir nähern uns ja jetzt Weihnachten, ne? Und ich kam nicht umhin, gewisse Dinge nicht zu kaufen. Unter anderem eine Duftkerze. Eine wunderschöne Duftkerze. Das ist so, ich würde sagen, Kirsche. Ach nee, ich habe eine Brille gekauft. Eine neue, so eine Fertiglesebrille. Und die setze ich gleich mal auf, ob ich das lesen kann. Nee, da steht nichts drauf, weil das ist mit so kleinen Motiven. Hier seht ihr so Weihnachtsmotive. Kostet 1,95. Ich werde die mal auf- und absetzen, sonst habt ihr immer die Ringe da. Eine weitere Duftkerze, wir bleiben mal bei den Düften. Ist der Raumduft Weihnachtsbäckerei. Auch ein schönes Glas. Kostet auch so um die 2 Euro. Weil ich glaube, es gibt niemanden, der das nicht mag. So ein Raumduft oder schöne Kerzen. Jetzt ab 4:30 ist es ja schon dunkel. Ich glaube, das war es an Kerzen. Aber Essence. Die Firma Essence hat so eine kleine Weihnachtstheke. Und da gab es auch hübsche Lidschattenpaletten, kommen für mich nicht in Frage, sind so diese Rottöne. Also diese Rottöne, mit denen haben sie es ja dieses Jahr, ne? Aber es gab einen ganz hübschen Highlighter. 2,95 kostet der, glaube ich. Ich halte den jetzt mal in die Kamera. Das ist so ein, naja, so ein Roségold. Ein Roségold. Also sehr metallisch. Aber wenn man da nur so einen Hauch benutzt, ich werde es verschenken. Allerdings ist nicht für mich. Das ist für eine Freundin, die kriegt den. Die liebt Highlighter. Dann auch eine ganz süße Limited Edition. Das ist eine kleine Weihnachtskugel. Und in dieser Mini-Weihnachtskugel befindet sich ein so ein Lippen. Pflegebalsam. Ich mache das mal auf und hole das mal raus und zeige euch das. Okay, es ist runtergefallen. Ist ganz niedlich, ne? Meine Güte, was es alles gibt, ist ein Wahnsinn. So, und jetzt habe ich das geöffnet und da ist so ein, ups, ein Lippenpflegebalsam drin. Ist ein Gimmick. Was ich ganz süß finde, wenn man sowas an die Karte hängt oder überhaupt an ein Geschenk hängt, apropos Karte. Ich habe auch noch eine ganz hübsche Karte gefunden. Die ist auch von Essence. Ho, 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 my dear. Schaut mal. Da ist so ein Elchkopf drauf und das ist eine Badekugel. Duftrichtung, nee, steht nichts. Also einfach eine Grußkarte. Ich setze sie einfach auf. Es macht ja keinen Sinn. Strawberry. Also hier kann man den Text reinschreiben. Fand ich eine ganz niedliche Idee. Kann man jetzt natürlich nicht verschicken, ne? Also im Umschlag drin ist schwierig. Höchstens in einem Päckchen, wenn man jetzt Päckchen verschickt. Weihnachtlich, außerdem angehaucht, ist dieser Pinsel. Das ist ein Highlighter-Pinsel oder auch für Rouge. Shake it. Da sind so kleine Glitzerperlchen drin. Hätte ich nicht gedacht, eine ganz tolle Synthetika, tolle Qualität, eine sehr schöne Form. Kann man sich sehr schön hier oben dann den Highlighter aufgeben. Auch süß zum Verschenken. Da fehlt allerdings der Deckel. Dieser Brush, auch 2,95. Bleiben wir beim Weihnachten und bei der Baderei. Das ist eine Sparkle, also Sparkle Vanille. Wir kennen diese Weihnachtskugeln. So, und das ist ja aber jetzt, ich weiß nicht, wie man das aufmacht. Wahrscheinlich, ne, macht man das ab und dann kann man das öffnen und dann kann man sich diesen Badeschaum in die Badewanne gießen. Vanille, fand ich auch ganz süß. Lauter so kleine Gimmicks, ne? So Schnuckelkram, den man so gerne, komischerweise, Weihnachten flippen wir ja mal total aus. Ne? Es ist jedes Jahr das Gleiche. Ob das dekoratives Zeug für die Wohnung ist, fürs Haus ist. Ach so, ich soll mich ja bemühen, immer in die Kamera zu gucken. Ich hatte ja letztens da nach dem letzten Video so ein, oder vorletzten Video so ein paar Kommentare.
Leute, ich muss mal was dazu sagen. Also, ich gehe jetzt mal von mir aus. Man sitzt ja jetzt hier mit dieser Kamera und ich bin keine Nachrichtensprecherin, die da sitzt und von einem Teleprompter abliest, also starr den Blick geradeaus hat. Ich sitze vor der Kamera und kommuniziere mit der Kamera, damit es so ein bisschen locker wird. Und wenn man ein bisschen locker sein möchte, redet man vielleicht auch etwas mit den Händen, mit den Füßen rede ich jetzt nicht und das Gesicht ist voller Bewegung. Und mir fällt es ehrlich gesagt schwer, ich bemühe mich wirklich in die Linse zu schauen, aber man kann das jetzt nicht 10 Minuten, also ich kann es nicht. Vielleicht können das Leute, Chapeau. Ich sitze hier und möchte mich mit euch unterhalten. Klar, ihr habt mich dann zu Hause und wünscht euch vielleicht, dass ich euch anschaue, aber ich kann nicht die ganze Zeit da so reinschauen. Ich versuche mich jetzt mal zu erklären, warum das so ist. Also wenn ihr das doof findet, bitte habt Nachsehen mit mir. Ich entertaine für euch, ich mache das freiwillig, opfere meine Zeit, meine Nerven, mein Geld, alles Mögliche. Ich verdiene mich damit nichts, ich mache das nicht hauptberuflich. Und möchte die Videos natürlich auch ein bisschen locker gestalten und nicht jetzt hier einfach nur sitzen und geradeaus gucken. Also, wenn ich etwas abschweife von der Linse, sorry, tut mir leid. Ich möchte jetzt auch nicht wieder irgendwelche Kommentare dazu beantworten. Ja, aber du machst, du tust. Wer mich blöd findet, der soll mir einfach nicht gucken. Also, was soll ich dazu sagen? Was anderes fällt mir dazu nicht ein. Ich setze wieder die Brille auf und versuche nicht in die Linse zu gucken. Okay, ihr seht die Ringe. Ihr seht die Ringe, wenn ich da genau reingucke. Die Baderei. Ich habe es mit der Baderei. Habe ich mir fest vorgenommen. Badesalz, Badesalz. Wartet mal, ich habe mir mehrere Badesalze gekauft, die ich sehr ansprechend fand. Ich stelle euch die jetzt einfach mal vor. Ich muss das hier sortieren, ich habe hier einen riesigen Korb stehen. Süße Überraschung, Sprudelbad mit feinem Toffee-Duft. Sehr schön. Alles so 50, 80, 90 Cent Produkte. Dresdner Essenz weiter in Winterglück. Na, da kann ich eine Menge baden, was ich hier alles habe. Dann haben wir nochmal von Balea. Warm and Cozy, Pflaume, Vanille. Die haben alles so schöne Winter-Editions jetzt in der Drogerie bei DM. Was ist denn das hier? Lichterglanz. Das ist ein magischer Duft. Ist auch schön, ne? Also man ist voll auf Weihnachten gebrieft. Ne? Dann Du bist ein Geschenk. Das kann man auch schön an ein Geschenk mit dran machen. Mit Pistazien-Shea-Butter. Hört sich auch spannend an. Ja, dann waren wir bei der Baderei. Body Scrub Coffee und Coco. Das ist ein Kaffee-Peeling. Ich habe ja dieses Peeling von dieses Himalaya-Salz da, ne? Von Rituals. Aber das fand ich auch ganz spannend. Kaffee-Peeling mit Kokosnuss. Das glaube ich auch 50 Cent. Dann gab es von Balea eine Limited Edition, eine Maske Pearl and Glow. Die werde ich mal ausprobieren. Das ist keine Tuchmaske, sind zwei Stück. Verwöhnt die Haut mit Extrakten aus Perlen und Mondstein. Also Schimmer, das ist ein schimmerndes, für jede Haut gedacht, ein schimmerndes Hautgefühl. Also hinterlässt diese Maske, habe ich noch nicht probiert. Dann eine weitere Feuchtigkeit, das sind glaube ich sogar drei Stück hier. Granatapfel, Feuchtigkeitsmaske aktiviert und revitalisiert. Auch mit Granatapfel, Shea Butter und Orange von Shea Benz. Und was haben wir denn hier noch? Von Balea. Sugar Scrub, das ist Brown Sugar und Chiasamen. Verfeinert das Hautbild mit ganz feinen Peelingkörnchen, sind auch zwei Stück drin. Also die haben gerade eine Menge neue Produkte bei DM. Also das ist der Hammer. Und weil wir bei den Tütchen gerade mal sind, habe ich noch ein Tütchen. Das werde ich ausprobieren. Ich bin aber nicht sicher, was das wird. Also es ist ein Tönungsshampoo. Ich habe eigentlich ein Tönungsshampoo oder eine Tönung gesucht in der Farbe so Karamell. Und das gibt es nicht. Das ist meistens Kupfer und dann habe ich ja dann so orange-kupferne Haare und das bin ich nicht. Es gibt Frauen, denen steht das ganz toll, aber mir steht das nicht. Und ich möchte so ein bisschen das auffrischen, wenn man sich mal den Ansatz färbt. Die Haare sind ja auch so hell hier oder werden immer heller. Das ist ein Tönungsshampoo Bourbon. Da habe ich mir gedacht, Bourbon, habe ich an Whisky gedacht. Naja, Whisky hat ja auch so eine karamellartige Farbe. Warum nicht? Und ist ein Shampoo, wäscht sich wieder aus. Das werde ich ausprobieren. Ich bin sehr gespannt. Kenne ich überhaupt nicht, aber ich war irgendwie gestern im Kaufrausch, dachte so, nimmst du das mal mit, nimmst du das mal mit. Es sind alles so Produkte, um die 50 Euro habe ich ausgegeben. Dann eine Lippenpflege, Vanilleduft Kürbis, fand ich auch ganz interessant. Vanilleduft Kürbis, kann ich noch nichts zu sagen, ist auch eine Winter Limited Edition. Und ich habe diese Stifte überall in irgendwelchen Taschen drin oder im Auto liegen.
Weil man ja gerade im Winter öfter trockene Lippen hat, ne, wenn man draußen ist und drinnen ist und so weiter. Dann dachte ich mir, naja, Weihnachten, dann möchtest du irgendwie so eine schöne Weihnachtsbox auch haben, so Kleenex. Ne? Also diese hatten sie nicht bei DM, aber bei den Taschentüchern gab es diese kleinen Boxen. Die fand ich auch ganz niedlich. Ich sag ja, Weihnachten. Es ist November, Weihnachtsfieber ist voll ausgebrochen bei mir. In der Wohnung noch nicht, aber ich habe mir jetzt so ein paar Kleinigkeiten gekauft. Ich habe nach einer schönen Lidschattenpalette gesucht, weil so golden, so ein bisschen, aber ich habe sie noch nicht gefunden. Ich habe eine gesehen, die war nicht schlecht, von Manhattan, aber vielleicht wird das doch nichts in der Drogerie bei mir. Ich muss mal bei Sephora gucken oder bei Douglas schauen, ich weiß es noch nicht. Ich hätte gerne eine Palette, gerade im Dezember, wenn man jetzt vielleicht dunkle Lippen sich schminkt und mehr so hellere Augen mit ein bisschen Goldschimmer. Mein Claudia Schiffer Cream Eyeshadow vom letzten Jahr, der ist leider sehr trocken. Also der ist, ich werde den noch benutzen können mit einem feuchten Pinsel, aber irgendwie sagt er mir nicht mehr so zu. Ja, also das Spektakuläre ist jetzt passé, jetzt geht es weiter mit unspektakulären Q-Tips, braucht man immer. Wattepads brauche ich auch immer. Ich nehme die kleinen, weil ich möchte diese Bio-Wattepads haben, die fusseln nicht. Kosten auch um 1 Euro. Dann weiterhin mit Tüchern. Das sind diese Denkmit feuchten Allzwecktücher. Das ist Kumquat und hier, na, wie heißt da? Die Grapefruit. Riecht toll, wenn man so zwischendurch mal was abwischen will. So, also was ich auch gerne damit mache, so Fußleiste und sowas. Man kann die ja absaugen oder wenn die so staubig sind, ne? Im Winter staubt ja alles, man rennt da mit Wollklamotten rum, die Heizung, der Staubsauger, es staubt irgendwie, also, na gut, Staub gehört ja auch zum Leben dazu. Dann, das brauchte ich auch, das war so ein, hier dieses L'Oreal, dieses Pflegeelixier, Kokosöl, was in die feuchten Spitzen eingeknetet wurde oder auch in die trockenen. Jetzt gerade im Winter, mein Fläschchen war alle. Das habe ich jetzt ungefähr ein halbes Jahr oder nicht mal ganz, vielleicht so 3,5 Monate, weil ich das regelmäßig benutzt habe. Kostet auch so um die 5 Euro. Ich habe noch einen Pinsel gekauft, den fand ich ganz hübsch. Ein Verblenderpinsel von Essence. Also das ist immer ein Verpackungswahnsinn. Also gerade mit diesem Plastik hier, ich zeige euch den mal, zum Lidschatten verblenden, weil die Pinsel von Essence sind gar nicht schlecht. So, kostet so 1,45 Euro oder 25 Euro, kleiner weißer Pinsel, finde ich hübsch. Kann man sich schön so den Lidschatten in der Lidfalte so ein bisschen verblenden und der von Ebelin, der Kunsthaber, war auch klasse. Dann Erdnussmus, habe ich auch viel ich mag Erdnussmus. Und das ist, ich habe sonst immer in der Bio-Company gekauft oder Malnatura oder so, aber da ist das viel, viel teurer, also doppelt so teuer. Beim DM kostet es 1,95 und das ist fantastisch. Wenn man es kauft, also aufmacht, ist das mal so eine Ölschicht, das muss man schön umrühren bis zum Grund, bis zum Boden mit einem Messer umrühren. Und das hat so eine schöne, leichte, also nicht so schnittfest, ist eine ganz leichte, streichfähige Konsistenz, ohne dass es runterläuft vom Brot. Und das dachte ich mir auch mal, so einen Gartenkräuteraufstrich, wenn ich mal keinen Aufstrich selber mache, der schmeckt mir auch ganz gut, Gartenkräuter, Bio. Dann brauchte ich Aloe Spüllotion, Spüllotion, also zum Geschirrspülen gibt es auch Granatapfel. Ich mag das Aloe oder Aloe Vera ganz gerne. Passt doch in meine Küche. Was waren noch? Ja, der war auch wieder mal fällig. Den hat mir eine Freundin empfohlen. Ich hatte erst einen anderen. Ich benutze ganz wenig Weichspüler. Ganz wenig. Und so, ich mache jetzt mal den Lufttest vor der Kamera. Das riecht toll. Ich mag den nur. Gerade so für die Bettwäsche und so einen ganz kleinen Schuss. Wenn ihr jetzt Wolle wascht, ne, dann nehmt bitte Wollwaschmittel und bei Wolle oder auch solche, diese Winterjacken, diese Steppjacken, da sind doch so Daunen drin. Also da bitte keinen Weichspüler benutzen, sonst klebt das zusammen. Also die Wolle klebt zusammen, wenn man Weichspüler benutzt und diese Federn oder die Daunen, die in den Jacken sind auch. Also da keinen Weichspüler benutzen.
Was auch sehr zu empfehlen ist von DM, dieser Kalkreiniger. Also der ist genial. Ich habe alles Mögliche schon ausprobiert, auch natürlich mit Zitrone, mit Essig, bla bla bla. Der ist ziemlich aggressiv, aber er ist gut. Gerade in Gegenden, wo das Wasser sehr kalkhaltig ist und gerade so am Waschbecken, na, das sieht ja auch unschön aus. Also der ist ganz gut. Ist natürlich auch eine Keule, aber geht nicht anders weg. So, und hier bin ich auch gespannt. Das ist ein Raumduft-Apfelzimt von Profissimo. Das ist so ein Gläschen und da hat man solche Stäbchen und die stellt man da rein und dann duftet der Raum und wenn die Stäbchen oben trocken sind, dreht ihr die einfach wieder rum, dann habt ihr die andere Seite und das hält ziemlich lange, es hält bestimmt den ganzen Dezember. Ja, und das Schöne ist, da gibt es mehrere, hier kann man nämlich reiben und dann riecht man das. Und Apfelzimt passt ja perfekt in die Weihnachtszeit. Jetzt möchte ich noch kurz eine Bitte beantworten. Ihr hattet in einem Video, warte mal, das war das Video, meine Favoritendrogerie. Da hatte ich so ein T-Shirt an. Ja, das ist ein Langarm-T-Shirt mit floraler Spitze. Ihr wolltet wissen, ich habe leider nur so ein Stück immer gesehen. Ich sollte das mal in die Kamera zeigen. Ich habe es jetzt nicht an, aber ich halte es gerne mal. Das ist ein ganz unspektakuläres Shirt. Habe ich schon eine Weile. Also das ist nicht neu. Ist wirklich eine sehr schöne Farbe. Man zieht entweder einen BH drunter, logisch, oder unter einen Bläser oder eben ein schönes Top passend dazu. Ich kann ja mal schauen. Ich habe schon mal geschaut, ob es so was Vergleichbares gibt. Im Handel habe ich es nicht gesehen, aber vielleicht im Internet. Und ich habe eins gesehen, also mehrere Farben. Da war das nur so oben spitz und ansonsten ab hier normaler Stoff. Ist ja auch ganz schön, weil hier ist man schon sehr gebunden mit dem, was ziehe ich drunter oder was ziehe ich darüber. Ich meine, ihr habt mich ja nicht gesehen. Ich hatte das ja nur, also man sah das ja nur bis hier. Aber ich kann euch gerne mal so solche T-Shirts verlinken mit diesem floralen Spitzen-Einsatz. Und die kosten so um die 20 Euro, ist jetzt nicht so die Welt. Wenn ihr möchtet, oder ich mache es einfach und guckt nach, wenn ihr unter mehr ansehen klickt, dann kommt ihr in die Infobox und da findet ihr dann den Link. Ihr Lieben, ich wünsche euch wie immer das Beste, seid besonders gut zu euch und habt eine schöne Zeit und bis bald. Ach so, ja. Für die Ladies, die neu auf meinem Kanal sind, ich heiße euch herzlich willkommen. Das ist ein Kanal, Best Ager. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein kostenloses Abo da lasst. Ihr könnt doch gerne meine Videos in den sozialen Netzwerken teilen. Ihr seid hier wirklich, also wir sind hier eine ganz tolle Community, hier geht es rege ab. Und auch wenn es mal kleine Meinungsverschiedenheiten gibt, ich bin da auch nicht sauer. Es muss alles nur im Rahmen bleiben und ich versuche mich natürlich auch ein bisschen zu erklären, obwohl... Ehrlich gesagt, wenn ich mich jetzt auch noch anfange zu erklären, ne, warum ich wie gucke, also das geht jetzt ein bisschen zu weit. Ne? Ich hoffe, das versteht ihr. Ich gucke so, wie ich gucke, ich bin, wie ich bin. Ich kann mir jetzt nicht einen anderen Kopf aufsetzen. Es ist so. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür und wünsche euch einen wundervollen Tag und bis bald. Tschüss.